Hallo, ihr Süßen. Ich habe euch heute Only Us, Unvergesslich von Melanie Harlow mitgebracht. Achtung, das Buch ist der zweite Band einer Reihe, in sich abgeschlossen, aber ihr werdet für Band 1 gespoilert, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Hallo, ihr Süßen. Ich habe euch heute Only Us, Unvergesslich von Melanie Harlow mitgebracht. Das Cover ist wieder wunderschön, wie auch bei Band 1. Ich liebe diese Blätter. Das ist der Rücken und der Klappentext. Das Buch ist der zweite Band einer Reihe, aber in sich abgeschlossen. Ich würde euch trotzdem raten, nach der Reihe zu lesen, sonst werdet ihr für Band 1 gespoilert. Chloe ist die Wilde in ihrer Familie. Das war sie schon immer. Dummerweise trauen ihr ihre Eltern aber nichts zu. Schon gar nicht, dass sie etwas besser wissen könnte. Um ihren Traum zu verwirklichen, zwingen sie mit Oliver Pemberton zusammenzuarbeiten, mit dem Chloe eine lange Vergangenheit voller Enttäuschungen verbindet. Oliver hat Chloe schon immer in Schwierigkeiten gebracht. Warum sollte sie ihm trauen? Aber ihre Eltern sehen in ihm nur den reichen und erfolgreichen Goldjungen. Sie hat keine Wahl und kann nur hoffen, dass Oliver endlich erwachsen geworden ist. Man hat Chloe in Band 1 ein kleines bisschen kennengelernt und ich fand es toll, wie sie sich dort entwickelt hat. Hier lernt man sie noch besser kennen, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte meine Probleme mit ihr. Ich hatte vor allem in den Rückblenden immer wieder meine Probleme mit Chloe. Ich konnte ihre Entscheidungen oft nicht nachvollziehen. Vor allem, dass sie Oliver immer und immer und immer wieder verziehen hat, egal was der sich alles geleistet hat. Das ergab für mich einfach keinen Sinn. Oliver war mir leider extrem unsympathisch. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich ihn verabscheut habe. Ich fand sein Verhalten, das war einfach so extrem offensichtlich und ich konnte nicht nachvollziehen, warum andere ihn nicht so durchschaut haben. Ich glaube ihm einfach kein einziges Wort. Er lügt andauernd. Ich möchte nicht spoilern, deswegen kann ich nicht mehr zu dem Buch sagen, weil es mich einfach so frustriert hat, dass ich ohne Ende schimpfen könnte. Aber eben leider nicht spoilerfrei, deswegen war es das jetzt bis auf ein paar letzte Worte. Ich empfand das Buch als extrem vorhersehbar. Ich habe Oliver von Anfang an zutiefst verabscheut und es hat sich leider auch nicht geändert. Ich konnte einfach nicht verstehen, wie sich Chloe immer wieder auf ihn einlassen konnte. Mich hat die Wendung wegen eines anderen Charakters etwas versöhnt. Aber abgesehen von dieser Person, fand ich sowohl Olivers als auch Chloes Eltern ganz schrecklich. Oliver ist der Goldjunge, egal wie viel Mist er baut. Und Chloe die, der man nichts zutrauen kann, weil sie ja ach so wild war und das, obwohl Chloe an sich arbeitet. Das Buch war leider absolut, total und überhaupt nicht meins. Es bekommt von mir einen Stern wegen eines Nebencharakters, der eine tolle Wendung eingeleitet hat, aber mehr war für mich leider nicht drin. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!